Flucht in die Rente wegen Covid-19. Was ist der Grund? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Gefühlt hunderte oder tausende Telefonanrufe erreichen uns zurzeit jeden Tag. Es geht immer wieder um dieselben Fragen. Was passiert jetzt mit meiner Rente? Wann kann ich meinen Rentenantrag stellen? Ich habe Angst davor, dass der Gesetzgeber die gesetzliche Rente wegen Covid-19 ändern wird. Die DAV ist bald pleite. Ich werde bald meinen Job verlieren. Oder was wir auch gehabt haben, ich arbeite als Krankenschwester und will da nur noch so schnell wie möglich raus. Ich will lieber jetzt als zu spät die Rente haben. Wir versuchen natürlich erstmal alle Leute, mit denen wir sprechen können, zu beruhigen und ihnen zu sagen, sie müssen keine Angst davor haben. Es gibt aktuell überhaupt gar keine Änderungen im gesetzlichen Rentenrecht. Der Gesetzgeber fasst da überhaupt nichts an. Ja, also da müssen sie sich wirklich keine Sorgen machen. Was natürlich der Gesetzgeber gemacht hat, das ist aber dann zum Vorteil der Altersrentner. Das wissen Sie auch, seit dem 28. März 2020 hat er den Hinzuverdienstfreibetrag von 6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben. Und selbstverständlich können wir die Gründe verstehen, warum Sie oder die Menschen in Deutschland, die jetzt bald in Rente gehen wollen, sagen, lieber jetzt als zu spät oder nie. Es geht letzten Endes darum, dass man mit dem Rentenbeginn seine Zukunft sichern will, dass man eine finanzielle Zukunft hat und dass man schlicht und ergreifend einfach nicht weiß, woran man zurzeit hier in Deutschland ist. Es ändert sich ja auch jeden Tag irgendetwas. Das ist das ganz große Problem. Grundsätzlich respektieren wir diese Entscheidung, warum auch nicht. Aber dieser Schritt sollte trotzdem gut überlegt sein. In Rente gehen ist nämlich das eine, weiterarbeiten vielleicht auch das andere. Und die Flexirente macht es möglich. Denn die Flexirente ist die gesetzliche Variante, neben der Rente noch ein bisschen was hinzuzuverdienen und flexibel den Ausstieg zu wählen. Das nur so als Variante. Also daher mein Tipp. Überstürzen Sie trotz aller Sorgen um Ihre Gesundheit und Ihren Job nicht eine voreilige Entscheidung. Denn wer einmal seine Rente hat, wird sie de facto nicht mehr los. Oder nicht mehr einfach so. Damit meine ich, dass Sie die Rente mit Abschlägen bekommen können, die Sie ein Leben lang behalten. Hingegen Sie in normalen Zeiten ja weitergearbeitet hätten und vielleicht noch nicht in Rente gegangen wären. Gehen Sie einfach so ran. Wenn Sie sich nicht klar sind, ob Sie Ihren Job verlieren oder in Kurzarbeit gehen müssen, dann nehmen Sie sich einfach bitte ein Blatt Papier in die Hand und schreiben Sie einfach auf, ich organisiere mir eine aktuelle Rentenauskunft, ich gucke dort rein, sind die Wartezeiten erfüllt, wie hoch könnte eventuell mein Abschlag sein, kann ich vielleicht sogar schon abschlagsfrei in die Rente gehen mit 45 Jahren und. Und vor allen Dingen schauen Sie nach, was Sie derzeit als Hinzuverdienst neben der Rente vielleicht noch realisieren können. Denken Sie dran, 44.590 Euro ist der Freibetrag. Wenn Sie natürlich in sogenannten Hotspots arbeiten, wo es also gefährlich werden könnte, wie Krankenhäuser und Pflegeheime, wird die Entscheidung zur Rente meist schon bei Ihnen im Kopf klar sein. Dann geht es nur noch um die Frage, so schnell wie möglich. Wenn Sie dann nach allen Abwägungen sich für einen Rentenbeginn in diesem Jahr 2020 entschieden haben, stellen Sie dann einfach Ihren Rentenantrag. Nochmals für Sie. Prüfen Sie mit Ihrer Familie gemeinsam, ob Sie jetzt oder erst später in Rente gehen oder Sie gehen zu einem Rentenberater vor Ort und bitte schlafen Sie eine Nacht darüber. Denn so eine Entscheidung sollten Sie nicht aus dem Bauch herausfällen, sondern nach guter Überlegung. Und selbstverständlich helfen wir Ihnen als Team von Rentenbescheid24 bei Ihrer Entscheidung. Nutzen Sie entweder unseren Planungsservice für Ihre Rente oder Sie gehen einfach auf rentenbescheid24.de und nutzen unsere Rentenantragsaktion für 249 Euro. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.